Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Meine Nase erholt sich langsam, das ist ziemlich geil. Nein, es war gelogen, tut mir leid. Er geht immer noch ziemlich scheiße und die ganze Rotz... egal. Ich krieg aber langsam auch keine Stimme mehr und langsam tut mein Hals auch weh und... alles nicht gut, alles nicht gut. Aber egal. Wir müssen die Welt retten. Und das bedeutet für mich, ich muss weiter aufnehmen. Ja, ich muss. Für eine virtuelle Welt. So, und guckt euch jetzt nochmal den Itsufuji an, beziehungsweise die Itsufuji. Ich bin mir nicht sicher, wie man es sagt. Meine Güte, was ist denn mit diesem fiesen Schneesturm hier los? Ich meine, woher verdammt nochmal kommt der? Wer sich jetzt nochmal Itsufuji anguckt, die hier irgendwo sein müssten. Ja, jetzt kann man sie natürlich wunderbar erkennen. Wunderbar. Oh, ich sehe soweit heute. Naja, dann machen wir das einfach gleich. Hä? Ich dachte, alle würden sich hier am Altar versammeln. Hier ist aber niemand. Nicht einmal der alte Kemo oder Samickel. Wir können Liga hier doch nicht allein bei diesem Wetter beten lassen. Verdammt nochmal, wo zur Hölle sind die denn alle hingegangen? Itsufuji und die Arche der Yamato. Sie beide haben eine lange Geschichte. Ich sag mal einen Schauer über den Rücken, sie nur anzusehen. Hä? Wo müssen wir hin? Okay, wir gehen einfach mal zur Schamanin da oben. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich zu dem Teil, was da oben den Wind rauslässt. Ach, wahrscheinlich ist einfach das Tor da oben offen. Oder? Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Oh ja, oh ja. Hier ist die Kacke am Dampfen. Was machen denn alle hier? Hey Leute, wir haben Lika gebracht. Was nur mit diesem fürchterlichen Schneesturm? Es ist der Tag der Finsternis. Dieser Tag kommt einmal alle 100 Jahre. Nun ist es wieder soweit. Darum machen die Monster den Schneesturm sogar noch stärker. Und okay, wie konnte er nur so verantwortungsleis in Zeiten wie diesen zu sein? Keine Ahnung. Er hat das Tor zerstört auf einem Weg zum Wafku-Schrein. Oki, was zum Teufel ist los mit dir? Ich hatte versucht, ihn aufzuhalten, aber hat mit dem Schwert Kutan herumgewedelt und er ging durch das Tor, bevor ich irgendetwas unternehmen konnte. Und jetzt wird Kamui einfrieren. Ob die Sonnenfinsternis nun kommt oder nicht. Oki ist plötzlich verschwunden, nachdem wir Orochi besiegt hatten. Ich hätte nie gedacht, dass er hierher kommen und so etwas tun würde. Ich wette, er will nur den ganzen Ruhm für sich alleine einsacken. Nein, Oki ist nicht so einer. Ich wette, ich weiß, warum er das göttliche Schwert Kuton genommen hat. Er hat versucht, das Richtige für das Dorf zu tun. Als die beiden Dämonen am Schrein auf dem Itsufuji erwachten, war es Oki, der kam, um Kemo zu retten. Hä? Ich dachte, es wäre Samickel gewesen, der den alten Kemo gerettet hatte. Oki hatte die beiden Dämonen abgelenkt, damit Kemo und Samickel entkommen konnten. Ach so. Sie haben nur überlebt, weil Oki ihr Schild war und für sie gekämpft hat. Oki ist der Stärkste von uns und trotzdem konnte er es nicht mit ihnen aufnehmen. Er hatte Glück, dass er da lebend wieder rausgekommen ist. Ha. Wow, das ist eine ganz schöne Glanzleistung, einen Kampf gegen zwei Dämonen zu überleben. Aber er war wütend, dass er die Dämonen nicht besiegen konnte. Also nahm er das Schwert und verließ das Dorf, um weiterzukämpfen. Ich weiß, dass er das Schwert gestohlen und hat, ist unverzeihlich. Aber er hat nur versucht, das Richtige zu tun. Alles, was er tut, macht er nur, um das Dorf zu beschützen. Naja, dann macht er gerade aber einen miesen Job. Es wird nicht mehr lange dauern. Gut, Aufnahmezeit läuft. Bis die Sonnenfinsternis die Sonne verschwinden lässt. Wenn die Vulkanbeschwörung nicht den Itsufuji zum Ausbrechen bringt, dann wird es immer kälter und kälter werden, bis Kamui komplett eingefroren ist. Bitte, Lika, wir benötigen deine Kräfte, damit die Vulkane ausbrechen. Oki sagt mir immer, was für eine Art Euner ich werden sollte. Er sagte, dass ich eine gute Euner werden soll und meine Kraft dafür einsetzen soll, anderen allen zu helfen. Glaubst du, es würde allen helfen, wenn ich sie so wie immer beten würde? Wer kümmert schon dieser blöde Schneesturm? Ich werde beten, dass unser Berg wieder zum Leben erwacht. Das ist mein Mädchen. Jetzt geh, meine kleine Kriegerin. Wenn du nicht bald mit der Beschwörung beginnst, dann wird es zu spät sein. Alter Samickel, du Schwächling! Was kannst du überhaupt? Die kalte Luft aus den Bergen wird uns alle erfrieren lassen. Es sei denn natürlich, ich kann dieses Tor schließen. Ja, aber du bist eindeutig zu schwach.
Hey, großfertig, anstreng dich nicht. Diese Dämonen werden dich noch erholen kommen, wenn du nicht damit aufhörst. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Schnee. Ich bin ein bisschen geschrumpft, aber egal. Wenn ich das nicht schaffe, die Vulkanbeschwörung durchzuführen, dann werde ich das Gebet sprechen, um dieses Tor zu verschließen. Aber es scheint nicht mehr zu funktionieren, oder? Ja, nicht so wirklich. Okay, wir gucken nochmal kurz, was die kleine Lika macht. Können wir hier drauf? Das sah gerade so aus, als ob wir darauf landen könnten. Ich weiß es natürlich nicht, tut mir leid. Das ist halt so bei einem Blind LP. Können wir eigentlich hier auf die Arche gehen? Nee, sieht da anscheinend nicht danach aus. Ah, Nase. Hallo, wie geht's dir? Oh. Ich brauche einen Tee. Sure. Wie läuft denn so die Ritualbeschwörung, was auch immer? Guckt euch an, wie die kleine Lika betet. La 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 la. Sie wird erfrieren, wenn sie weiter so mitten im Sturm betet. Aber wir können nichts dagegen tun. Halte durch, Lika. Wenn wir der kleinen Lika noch irgendwie helfen könnten. Ich fühle mich so machtlos. Bitte, Lika. Wir verlassen uns alle auf dich. Bring den Itsufushi zur Eruption, bevor die Sonne verschwunden ist. Komm, ich mach's dir wärmer. Ein bisschen zumindest. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht flambieren. Na gut, auf jeden Fall, die kleine Lika betet jetzt tapfer zum Itsufushi, dass er endlich ausbricht. Ich hoffe, es funktioniert. Aber wir werden natürlich nicht einfach nur tatenlos daneben stehen. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen was beisteuern, um dieses Land zu retten. Hoffentlich. Wenn nicht, dann... Da ist noch eine Höhle. Böse. Ach komm, was soll's. Ach nee, das ist keine Höhle, das sind einfach nur Steine. Okay, mir auch recht. Den kann ich noch nicht mal zerschlitzen. Oh, verdammte Hacke. Hier ist doch eine Höhle. Okay. Ich habe nichts gesagt. Absolut gar nichts. Okay, auf jeden Fall haben wir hier wieder... Warum mache ich das? Einfach nur deswegen. Achso, falsch gebuddelt. Natürlich. Hier können wir wieder Zeug spenden. Ich frag mich mal, wie viel das jetzt kostet und was wir dann bekommen. Das wird interessant. Auf jeden Fall kriegen wir massiv viel Erfahrungspopel, die wir nicht mehr brauchen. Anscheinend. Also ihr dürft mir jetzt wirklich ruhig sagen, wenn es noch irgendwas gibt, was man mit diesen Erfahrungspopeln jetzt nur machen kann, aber ich glaube, es gibt nichts mehr. So. Göttlichen Quelle, wenig Geld, in die Geld wird blablablub, kurz rumkommen, Geld spenden, eine kleine Spende. Oh Gott. Oh Gott. Ja, spenden wir nochmal 30.000. Und wenn das alles nichts hilft, spenden wir nochmal... Okay, das reicht nicht. Na gut. 120.000 Yen. Go! Reicht nicht. Scheiße. Ah! Warum ist das so teuer? Dreimal ein Höchstbetrag? Keine Ahnung. Nochmal. So. Ja! Dreimal Höchsttrag. Tachigami. Ah, Matarasu, kenne alles gut und unsere aller Mutter. Nur ein Herz so rein wie das deine kann die Finsternis durchdringen. Ich, Tachigami, kann das Licht und die Reinheit in dir spüren. Dank dir hat meine Macht ihren Höhepunkt erreicht. Du kannst jetzt mit Leichtigkeit durch alles schneiden. Sogar durch Berge. Ah, ich hab zu viel Spaß daran. An diesem Spiel, generell, allgemein. Wow, wie kann das denn noch stärker werden? Bedeutet das,
dass du jetzt Dinge zerschneiden kannst, die du vorher nicht zerschnitzen konntest? Wow! Junge, ich kann es kaum abwarten, das auszuprobieren. Erhalten Kraftstreich 3. Nice. Kann ich jetzt aber auch das zerschlitzen? Nein, das geht natürlich nicht. So, ich hätte gerne mein Geld wieder. Bahnen wir mal in der Quelle. Geht nicht, weil wir über Wasser laufen. Verdammt. Gut, sind hier irgendwie noch Tiere? Nein. Gut, dann gehen wir wieder raus. Jo. Oh Gott, mein Kopf, ich habe so viel geredet. Ich habe hier aber Affen gehört, die natürlich Grünfutter essen, Samen essen. Oh gut, ich kann sie mit Samen futtern. Das beruhigt mich. Keine Killeraffen, die ich hier züchte. Gut. Und wir können jetzt endlich diese Steine zerschlitzen. Ja! Endlich! So muss das sein. 50 Erfahrungspuppel. Ja. Genau so und nicht anders. So, jetzt dürfen wir aber wieder den ganzen Weg zurückrennen. Verdammt. Ah, gibt's keine Abkürzung. Und so schnell hat man statt nur noch 12 Minuten, nur noch 8 Minuten. Ja. So schnell passiert das. Kann ich das kaputt machen? Nein. Okay, da kann ich auch nicht drauf springen. Also haben wir soweit wirklich alles getan, was wir tun können. Wahrscheinlich nicht, weil es irgendwo immer noch eine verstreute Perle gibt, aber die heben wir uns für später auf. Später, irgendwann. Können wir vielleicht hier drauf springen? Komm schon, das sieht so draufspringbar aus. Ist es aber nicht. Okay, da kann man höchstwahrscheinlich auch nicht drauf. Nee. Gut, dann halt weiter. Kann man da oben drauf? Sieht auch nicht danach aus. Nee. Okay, dann halt nicht. Verfolgen wir halt erstmal. Jetzt komme ich mit dem Namen nicht mehr klar. Nagi. Nee, Oki. Hey, da ist eine Eule drauf. Hallo Eule, wie geht es dir? Ah, ja. Aber endlich haben wir den perfekten Kraftstreich. Moment. Apropos Kraftstreich. Kraftstreich, Gedankengang, Klinge. Klinge, neues Teil gefunden. Macht des Blitzes, Tintenkugelkraft. Wir haben keinen Goldstaub mehr. Verdammt. Oh, ich hoffe, es gab keinen Goldstaub in der Vergangenheit. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Okay. Wir gehen da wirklich rein, Amy? Ah, die Ruinen des Wafkuschreins liegen am Itsufuji. Es ist ein seltsamer Ort, der vor langer Zeit von den Leuten von Webki entdeckt wurde. Auf dem Gipfel liegt ein Altar mit den Statuen der Zwillingsdämonen. Und der Weg dort hoch ist mit seltsamen Apparaturen gepflastert. Aha. Die Zwillingsdämonen sind bekannt als Lechku und Nechku. Ihre Altarstatuen sind vor langer Zeit zum Leben erwacht und haben das Land terrorisiert. Sie wurden von den legendären Euner-Helden besiegt und eingesperrt. Aber es scheint so, dass sie wieder ausgebrochen sind und wieder das Land plagen. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, erinnerst du dich daran, was Neunschwanz gesagt hat? Du weißt schon, etwas über Yami, dem Herrscher. Der Name ist schon gefallen? Okay. Dann habe ich mich einfach nur an der Stelle richtig erinnert. Und mir ist es nicht eingefallen, dass es schon genannt wurde. Egal. Ich weiß nicht genau, wer dieser Yami ist, aber alle Arten von merkwürdigen Dingen sind passiert, nachdem Orochi wieder erschien. Wer weiß, ob dieser Bergschrein überhaupt etwas mit dieser Sache zu tun hat. Aber ich finde, wir sollten diesmal besonders vorsichtig sein. Nee, nee. Einfach durchrennen, durchrushen. Einmarschieren und ausradieren. So machen wir's. Wafku-Schrein. Okay, es ist ruhig. Es ist sehr ruhig. Es ist schön ruhig. Ich mag es ruhig. Ist hier irgendwas versteckt? Nein? Okay, dann halt nicht. Was seid ihr? Riesentrötenviecher. Warte mal, Amy. Siehst du diese Kanonen da drüben? Ich bin mir nicht so sicher, aber... ob die uns hier begrüßen, aber... Lass uns ruhig und langsam angehen. Das Ganze.
Alter! Ruhig und langsam? Wohl eher so. Ihr kriegt mich nicht. Vielleicht doch, aber nicht heute. Okay, wie komme ich da hoch? Einfach springen. Okay, das kriege ich hin. Alter, das Blitzschwert sieht echt geil aus. Da haben wir einen Rubinklunker. Ich war schon besorgt, dass es eine verstreute Perle ist. Aber anscheinend nicht. Sehr schön. Und hier haben wir... Leute, es ist das letzte Gebiet. Das letzte Gebiet. Uiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Alter Schwede. Das heißt, ich bin in nächster Zeit wieder bereit, auf Perlensuche zu gehen. Das sind alle, die ich bisher gefunden habe. Ich weiß noch nicht, ob ich 98 und 99 finden werde. Aber den Rest dürft ihr mir gerne schreiben, wo ich die zu finden habe oder kann. Warum habe ich jetzt Schluck auf? Böse. Oh! Ich wollte gerade sagen, hier darf ich nicht runterfallen. Was? Ah, das ist... Das ist Eis und... Oh, oh, ach du Heilige. Das kann natürlich kaputt gehen, wenn da Zeug drauf fällt. Nee, das geht kaputt, wenn wir drüber laufen. Ah, okay. Da oben ist was. Da kommen wir höchstwahrscheinlich nicht hoch, oder? Höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube nicht. Blaues Teil. Will ich nicht. Zerburn. Nein. Nein. Gut. Alter, dieses Spiel, ne? Ich kann überhaupt nicht aufhören, das nicht zu spielen. Das ist unglaublich. Was haben wir denn hier? Nee, was... Ernsthaft, was ist das? Eine Zierpflanze hier? Ist das einer dieser dämonischen Tricks? Aber vielleicht ist das ja nur eine einfache Zierpflanze. Seht nur, wie gesund sie ist. Irgendjemand muss sich hier erforschen um sie kümmern. In der Tat. Hm. Hm. Okay. Okay. Okay, erstmal das Zerflammen. Ja. Okay. Wow, was zur Hölle? Ist das so eine Art Spiel oder was? Sollen wir etwa das Gewicht auf der anderen Seite ausbalancieren? Nun, vielleicht ist es, hast du es noch nicht gemerkt, aber ich wiege keine Tonne. Echt nicht? Das ist ein bisschen schade. Warum denn nicht? Interessant auf jeden Fall. Aber wie zum Teufel soll ich das hier rüberbekommen? Scheiße. Ah! Sehr gut. Ha! Ich bin ein Genie, ich wusste das natürlich. Oh. Eieiei. Okay, was haben wir hier? Vergeltung. Und so eine Schriftrolle hatte auch der Oki um den Hals. Weiß nicht warum, aber hat er. Ha. Und jetzt? Dich kann ich nicht aufheben.
What did I have to do here? Regenfall? Diese Pflanze sieht nur jetzt aus. Blabilub, was dieser langweilige Schrein braucht, ist etwas mehr Beeindruckendes. Weißt du, wie wenn diese Pflanze größer und dicker wäre? Wie denn? Wie mache ich das? Oh. Ah. Ah, ja natürlich. Und wie schiebe ich die jetzt voran? Hab ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Ausrüstung, die mich vor Einfrieren schützt? Anscheinend nicht. Vielleicht wen? Ja. Alter, das war eine perfekte Spirale. Yay, Rätsel gelöst. Und da ist ein Schlüssel. Und da fallen wir runter. Ah! Warum sind wir da runtergefallen? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel gefunden. Und wir tragen jetzt noch schnell zu vorne zum Schloss. Und... Das ist gemein. Das auch. Willst du mich verarschen? Gott, Spiel. Manchmal frage ich mich echt, was mit dem los ist. Nein! Nein! Interessante Mechanik mit dem Einfrieren. Wahrlich interessant. So! Stirb! Haben wir hier zufälligerweise einen Speicherstein? Nein. Na gut, dann muss ich halt noch ein paar Parts aufnehmen. Dann würde ich einfach mal sagen... Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Okami. Bis dahin und ciao, ciao. Nicht mehr viele Parts, dann habe ich es geschafft.